Hahnenkammrennen. Und da ist natürlich der Rasmushof in einer Lage. Und ich glaube, die liebe Signe ist jetzt auch gleich. Ja, klasse! Hallo Signe, das hat jetzt aber sehr gut geklappt. Ja. Wunderbar. Du Signe, das ist toll, dass du heute Zeit findest für uns, weil ihr seid bestimmt gut gebucht im Hotel, oder? Wir sind, das muss man ein bisschen vorsichtig ausdrücken. Also zuerst einmal, grüß dich, servus aus Kitzbühel, ein herzliches Grüß Gott vom Fuße der Streif. Du hast, ich habe schon gehört, du hast es ja schon erwähnt. Wir haben sowas von einem wunderschönen, prachtvollen Tag heute hier und strahlen natürlich nur strahlende Gäste dadurch. Und wir sind gut gebucht, nicht ausgebucht. Es geht schon langsam auch vorwärts und los, aber ein bisschen dauert es noch, glaube ich, bis die Gäste ja wieder das Vertrauen haben, Urlaub fahren, Erholung. War ja doch eine schwierige Zeit, durch die wir alle durch sind. Ja, das stimmt, das stimmt. Wie war das denn für euch? Wie habt ihr die Zeit genutzt? Habt ihr gesagt, ihr macht dann Takeaway oder wie habt ihr das gelöst für euch? Nein, bei uns war alles geschlossen, meine Mitarbeiter alle auf Kurzarbeit und wir haben in der Familie, das muss ich sagen, sehr genossen, weil ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wann das letzte Mal war, dass wir Ostern selber am Tisch gesessen sind und nicht Gastgeber sein durften. Und den Rest haben wir gemacht, wie alle anderen auch. Es sind die Garagen ausgeräumt, es ist der Dachboden entrümpelt, es ist der Kleiderschrank leer gefegt. Ja. Gut, ja, also sehr gut. Eben ja. Die Klassiker und dann habe ich wieder zu Hause gekocht für die Kinder und für Freunde. Ja, das war ganz nett. Ja, du hast drei Kinder, glaube ich, oder? Ja, das stimmt. Zwei Buben und ein Mädel. Bist du auch schon Großmutter, darf ich das fragen? Nein, ich sage immer Beuteenkel, weil mein ältester Sohn lebt mit seiner Vera zusammen und die Vera hat zwei Kinder aus ihrer Ehe, aus ihrer ersten und ja, geht aber auch gut. Das ist absolut empfehlenswert. Ja, so soll es sein. Das ist ja auch empfehlenswert. Und ja. Sehr, sehr. Du, wie ist es denn jetzt bei euch aktuell im Hotel? Also was gibt es denn da für Neuerungen? Also es muss keine Maske mehr getragen werden, wie bei uns in Deutschland noch, oder? Auch für die Mitarbeiter ist es gefallen. Es ist auch keine Beschränkung mehr an den Tischen, das ist kein Problem. Es gibt noch Beschränkungen für Veranstaltungen, da ist noch der Meter Abstand, das ist noch, du brauchst, wenn du eine Hochzeit oder ein Geburtstagsfest oder was hast, brauchst du einen Covid-Beauftragten. Aber ansonsten läuft das Leben bei uns, als wie wenn nie was dazwischen gewesen wäre, relativ normal ab. Natürlich, man gibt noch keine Hand und die Hygienemaßnahmen, die man verstärkt hat, die behaltet man weiterhin aufrecht. Wobei ich immer sage, bei uns in Österreich, die Hygienemaßnahmen waren eh schon sehr, sehr strikt. Und wir haben da immer schon drauf geschaut, dass das alles picobello ist. Unterschiedliche Tücher, die haben unterschiedliche Farben. Das sind unterschiedliche Mittel, also ja. Wie setzt ihr das um? Also ich glaube, der Pool, und das ist ja alles wieder geöffnet bei euch auch, oder? Ja, das ist alles ganz normal. In die Sauna dürfen natürlich nicht zu viele Personen rein, es sei denn, sie sind aus demselben Haushalt. Aber auch das hat sich sehr, sehr gut eingespielt. Die Gäste sind da wirklich sehr diszipliniert, auch, wie soll ich sagen, sehr geduldig, wenn es mal ein bisschen länger dauert. Und ja, wir haben die Türen alle offen, viel frische Luft, wie wir wissen, das ist ja, das hilft ja sehr und das zerstreut das Ganze. Und die Natur bei uns ist ja eh außer Heil gar nichts. Und schön. Heil und schön ist die Natur bei uns. Natürlich. Ja. Wie ist das jetzt rein theoretisch? Ihr dürftet auch ausgebucht sein. Also die Gäste brauchen keinen Abstand mehr, die können ganz normal ans Buffet gehen. Es ist alles eigentlich wie früher, hast du gesagt, oder? Naja, ganz so ist es nicht. Also es liegt schon noch, sagen wir, in der Luft und das gibt das Buffet. Das Buffet ist jetzt besonders abgedeckt alles. Also da schaut man schon wesentlich mehr wie früher drauf. Und den Abstand haltet man noch, die Hand gibt man noch nicht. Also das sagt man ja auch, das wird wahrscheinlich erhalten bleiben. Also die Speisekarten werden abgewischt wieder mit dem Desinfektionsmittel, nachdem man die ausgegeben hat. Also da sind schon Veränderungen da. Aber ansonsten ist es, ja, als hat man so das Gefühl, das Leben geht relativ normal bei uns weiter. Schön. Ja. Ich glaube, ihr habt auch... Ja, schon wichtig ist auch zum Beispiel, man hat auch so Sachen wie zum Beispiel, was sehr oft gefragt wird, sind auch die Stornogebühren, die ihr in ganz Kitzbühel, also überall keine Stornogebühren mehr, weil man natürlich auch keine Verunsicherung hervorrufen will, kann ich buchen und dann darf ich nicht mehr aus der Buchung raus, wenn sie irgendwas ergibt.
muss ja nicht, wir wünschen uns ja alle nicht, dass das wieder aufflackert, aber es kann ja sonst auch irgendwo was dazwischen kommen, wie man natürlich. Das ist ja jetzt in ganz Kitzbühel kann man, also stornofrei kann man genau das umbuchen. Bis 24 Stunden vorher oder umbuchen. Schön. Das ist vollkommen unkompliziert und akzeptiert jeder Gastgeber. Und wird es auch oft in Anspruch genommen? Naja, es ist natürlich eine Sicherheit dem Gast gegenüber und er weiß es. Also, weil die Frage ist ja auch immer wieder, wie ist es, wenn? Und dann kann man ganz schnell antworten, es gibt keine Stornogebühren. Also es gibt keine Stornofrist, es gibt keine Stornogebühren. Und das beruhigt sehr. Ich war ja auf der Pressekonferenz, da habt ihr den Sommer 2020 vorgestellt. Was kann man denn dazu sagen? Was kann man denn jetzt besonders schön bei euch im Sommer machen? Also ich habe gesehen, ihr habt so geführte Wanderungen, wo ihr auch alles verleiht, Rucksack und Stecken und so weiter. Ne? Ja, wie du hast ja selber miterlebt, also bei uns läuft es unter dem Sommerfrische, was ja nichts Neues ist. Ich habe jetzt gerade wieder einen Zeitungsartikel gelesen in der Wiener Zeitung, dass eben die Sommerfrische wieder ganz modern ist. Es ist auch das Berggehen, das Bergwandern, das Höhenlinienwandern, wie es wir hier haben, wo man praktisch auf einer Ebene gehen kann, vom Kitzbüheler Horn rüber zur Bichlein oder am Panoramaweg oben auf dem Hahnenkamm, unserem ganz berühmten Berg. Und das ist wunderbar. Man kann aber auch runtergehen, raufgehen. Man kann auch ein bisschen was Anspruchsvolleres machen. Das sind die Wanderführer von Kitzbühel Tourismus, die jeden Tag zur Verfügung stehen. Dann sonntags gibt es das Horn-Gipfelfrühstück, wo man beim Sonnenaufgang aufs Horn rauffahren kann. Da fahren die schon um 5 Uhr in der Früh mit der Gondel rauf. Schön, dann, dann gibt es das Sommererlebnisstreif für Kinder oben, wo eben die ganz speziellen Punkte von der Abfahrt nachgebaut worden sind. Also der Brückenschuss, die Brücke und der Steilhang ist ein Netz gebaut. Das kann man auch mit dem Kinderwagen machen. Dann gibt es unseren Schwarzsee, der ein gesunder See ist mit dem Moorwasser. Es gibt die 4 Golfplätze bei uns, das ja was Einzigartiges ist. 4 Plätze innerhalb von 3 Kilometern Umkreis, das ist auch was Besonderes. Sind auch alle, die Golfplätze sind sehr gut gebucht, weil Golf natürlich, da stimmt alles, der Abstand, die Bewegung, der Sport, die frische Luft. Das ist ja das, was bei der Sommerfrische auch noch dazu kommt, eben wo man sagt, frische Luft, frisches Wasser, frisch gekocht. Schön, das ist eine schöne Mischung. Ja, und du hast jetzt gerade schon, also ich glaube, da findet jeder was zu tun. Ja, und du hast ja gerade schon erwähnt, das weltberühmte Hahnenkammrennen. Du hast ja da wahrscheinlich jedes Jahr die Mega-Prominenz bei dir, oder? Naja, lass es mehr. Es ist halt so, im Grunde genommen geht eigentlich fast jeder einmal durch Wasser. Na, nicht jeder, das wird man gar nicht denken. Aber sie gehen alle bei uns vorbei oder bei uns durch. Und ich sage ja immer, Hahnenkammrennen ist bei uns, die Woche davon ist bei uns die 5. Jahreszeit. Also Kitzbühel hat ganz was Besonderes. Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter und die 5. Jahreszeit des Hahnenkammrennen. Und diese Woche ist definitiv ganz was Spezielles. Und es ist irgendwie auch so viele Wiederkehrende, auch aus der Prominenz, wie du sagst. Das ist dann schon wie Familie, die eigentlich einmal im Jahr zusammenkommt. Also es ist ganz was Besonderes, was Schönes. Ich möchte es nicht missen. Und ich kann auch schon sagen, es gibt ein Hahnenkammrennen 2021. Das ist fix. Ja. Das ist auch ganz wichtig. Allerdings wissen wir noch nicht, wie die Voraussetzungen sind. Mit Zuschauern, ohne Zuschauern, mit Beschränkungen. Das steht für uns alle noch ein bisschen in den Sternen. Aber weißt du, was ich vorhin vergessen habe? Das Radfahren ist so populär bei uns. Ja, momentan. Das glaube ich. Der Trail runter vom Hahnenkamm und oben auf dem Berg und das Elektrobike ermöglicht dann jedem, dass er da seine tollen Routen und Touren macht, geht in schöne Täler rein. Also Radfahren ist eine tolle Geschichte inzwischen. Ja, das glaube ich. Und die kann man auch bei euch leihen, ne? Gibt es alles bei euch? Das wird organisiert, ne? Ist alles so da. Wie im Winter die Ski, im Sommer das Radl oder die Golfschläger, ja, da haben wir Dings. Und wir haben dann auch gerade zum Wandern oder zum Berggehen diese neue, moderne Mode, die es da gibt. Das macht richtig Spaß. Und was mich ganz besonders freut, du siehst auch immer mehr junge Leute, Pärchen, aber auch Jugendliche,
die gern auf den Berg gehen und denen das Spaß macht. Mhm. Und was halt natürlich bei uns auch was Besonderes ist, sind die vielen Hütten unterschiedlich. Da gibt es die bodenständige Lisi und dann gibt es den Haubenkoch im Berghaus Tirol ein Stück weiter und dann gibt es das, wo der Remi Demi ist, oben beim Domschi oder am Kitzbüheler Horn drüben, ganz oben, das ein Gipfelhaus, das mein Urgroßvater gebaut hat, muss man sich vorstellen. Wow. Ja. Der ist dreimal am Tag darauf und hat das mit dem Hahnenkammstein, der ganz berühmt ist, hat das Gipfelhaus am Horn gebaut. Du hast es quasi in den Genen. Du hast den Tourismus. Du bist ja auch Präsidentin des Tourismusvereins. Ja, das auch schon du. In der zweiten Runde, ne? Das muss man ja auch genau, stimmt. Seit 8 Jahren. Die eine Periode ist 5 Jahre. Und ich muss sagen, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich für meine Heimat, für mein Kitzbühel, für mein Zuhause tätig sein kann und auch einiges bewirken. Und nachdem ich ja immerhin schon, lass schnell nachdenken, 49 Jahre bin ich schon im Tourismus. Ich habe mit einer Kochlehre angefangen. Und der Pike auf. Du hast es von der Pike auf gelernt. Dir kann kein Koch was vormachen. Das ist gut. Na, das sage ich denen auch immer. Ja, das wissen die auch. Und sie nehmen immer auch gern noch meinen Ratschlag an. Wobei, die arbeiten ganz toll selbstständig, aber die nehmen immer noch gern meinen Ratschlag an. Und so habe ich einfach, ich habe Tourismus, glaube ich, absolut im Blut und die Verbundenheit zur Heimat definitiv in den Genen. Vielleicht auch mein Urgroßvater war ja der große Skipionier und hat viel getan. Mein Opa war 16 Jahre lang Bürgermeister. Also irgendwie kriegt man das dann schon mit, dass man ja was tun und machen kann für die Heimat, dass man mitgestalten soll. Und da haben wir einiges bewegt in letzter Zeit, ja. Schön. Treten denn deine Kinder dann auch in deine Fußstapfen? Sind die dabei auch? Ich hoffe, ja. Also ganz so ist es nicht. Ist auch nicht so leicht neben mir im Moment. Also die sind alle selbstständig. Die haben der Nikolaus hat seine eigenen Firmen. Der ist IT-Sicherheit. Aha. Da hilft er mal sehr. Mein Ältester ist Brandschutzberatung. Den interessiert die Feuerwehr schon seitdem ich den mehr Rind, dass er reden kann, war die Feuerwehr für ihn das Größte. Hat aber irrsinnig gutes gastronomisches Potenzial. Also der kann gut kochen und kann auch gut mit Leuten umgehen und hat eine irre Menschenkenntnis. Und meine Tochter, die das wirklich gut kann, hat nach Deutschland geheiratet. Also arbeitet auch im Tourismus. Schauen wir mal, vielleicht kommen sie mal nach. Ja, vielleicht hat sie was. So werden wir sehen, aber sie haben es auch alle mitbekommen und sie stehen hinter mir, sie stehen zum Tourismus, aber sie warten noch, bis ich mich zurückziehe. Das hat noch ein bisschen Zeit, oder Signe? Ewig nicht mehr, aber ein bisschen noch, ja. Du, Signe, was macht denn den Rasmushof so speziell? Also auf was legt ihr besonders Wert? Naja, den Rasmushof, das ist das, was man auch sonst oder auch was ich bei Kitzbühel Tourismus stark implementiert hat. Das sind zwei Sachen. Qualität vor Quantität. Und was für mich ganz was Wichtiges ist, dass ich immer sage, lieber die Inszenierung der Natur nützen, als wie die Natur zu inszenieren. Schön. Das finde ich einfach so wichtig. Natürlich kann man so ein Sommererlebnisstreif am Hahnenkamm bauen, aber ich muss das Ganze nicht verwassern oder irgendwas machen, was nicht zu uns herpasst. Das ist alles mit Holz gemacht, das ist alles natürlich, das ist alles nachvollziehbar. Schön. Und so ist es bei uns im Rasmushof. Wir haben unsere alten Wirtsstuben, wir haben unseren Stammtisch, wir sind Gastgeber aus Leidenschaft, wir sind der Familienbetrieb, die Mitarbeiter stehen dahinter, ich stehe hinter meinen Mitarbeitern, ich habe die auch jetzt auf Kurzarbeit behalten, damit die gut versorgt sind. Und, das ist angekündigt, schön, ja. Mhm. Ja. Wie viele Mitarbeiter hast du? Bitte? Wie viele Mitarbeiter hast du? 46. 46, ja. Ist auch nicht wenig. Mhm. Nein, ist auch nicht wenig bei 98 Betten, aber wir haben einen großen Veranstaltungsbereich, der liegt natürlich im Moment brav. Mhm. Und was wir halt hier im Erasmushof haben, du hast also im Winter Ski in, Ski out. Du hast im Sommer den Golfplatz vor der Tür. Ja. Super. Meinen Bauerngarten vor der Tür, das ist auch etwas, was so prachtvoll schön ist. Du musst kommen und dir das anschauen. Unbedingt, ich würde auch so gerne. Das müssen wir wirklich mal ausmachen. Ich freue mich darauf. Was pflanzt ihr denn alles selber an? Du, wir haben Kartoffeln, wir haben Salat, wir haben die Gewürze, also von Schnittlauch über Maggikraut, über
Rosmarin, über Basilikum ist draußen, Majoran, Thymian. Wir kriegen ganz viele Herzchen wieder, das finden die Leute ganz toll. Schön. Dann also natürlich Salat, jede Menge, jeden Tag frischen Salat aus dem Garten. Ja. Und in der Früh gehe ich immer Schnecken klauben. Oh, ist das schrecklich? Das habe ich auch. Ich hasse es. Ja, ja, aber ich muss mal halt gehen. Bin ich um kurz nach 5 Runden und gehe dann Schnecken klauben. Ich mag es auch. Ich tue es auch nicht gern, aber es muss sein. Aber du bist auch mal Schnecken oder Salat. Ja, du bist auch gegen Chemie dann, oder? Du? Ja, absolut. Nein, ja, nein, überhaupt kann ich gar nicht. Ja. Nee. Wenn es mir irgendwie geht. Wir machen zum Beispiel, haben wir gerade kürzlich, weil wir bei so einer Pflanze bei den Blumen Läuse gehabt haben, dann nehme ich ja Schmierseifenwasser, ganz festes. Mhm. Und dann tauchen wir die Blätter ein. Ja, und sprühen es ein und tauchen es ein. Hat mir ein Praktikant dabei geholfen, der war ganz begeistert, was er gelernt hat. Schön, schön. Ja. Das also, wenn man bei euch isst, dann kann man quasi, wenn man Glück hat, was Eigenes auf den Teller kriegen, was ihr selber genau, ist. Ja, und im Moment hat man das Glück durch und durch. Nein, wir machen auch grundsätzlich mit einheimischen Produkten, also so gut als möglich. Das haben wir immer schon so gehalten. Das klingt doch super. Du siehst, und ich meine, du bist wahrscheinlich den ganzen Tag am Rennen und hast Action, aber wie hältst du dich denn selber fit? Das ist ganz, ganz einfach, Barbara. Im Winter gehe ich Skifahren so oft, dass es nur irgendwie möglich ist. Das ist eher von der Haustür weg zur Haustür zurück. Früher bin ich jeden Tag in der Früh 2-mal die Streife gefahren. Das schaffe ich nicht mehr, weil bei Kitzbühel Tourismus habe ich dann meistens so Termine 9:30, 10 oder was, aber früher war das. Jetzt gehe ich halt dafür ein bisschen später oder dazwischen drinnen und Samstag oder Sonntag den halben Tag. Mhm. Und im Sommer, und das geht jetzt los, gehe ich Schwammerl suchen. Ja, gut. Und das ist meine ganz große Leidenschaft. Ah, schön. Nach meinem Gartenschwammerl. Eierschwammerl und Steinpilze. Und die ersten habe ich schon gehört, sind und heute Nachmittag ist mein Debüt. Dann wird gekocht. Da gibt es dann Schwammerl aus heimischen Wäldern. Oh, das ist ja toll. Ja, das ist auch gar nicht so einfach, die alle zu unterscheiden. Ja, die schmecken gut. Die klassischen Beispiele. Ja, du, das hört sich wirklich super an. Du, ich sehe schon wieder, die Zeit rennt. Und was hast du denn noch? Ach genau, ich wollte ja noch fragen. Zu den Stars. Welche Stars waren ja schon bei dir? Und wen hast du besonders gut oder welche Geschichte von dem einen oder anderen hast du so in Erinnerung behalten? Und du sagst, Mensch, das war so ein Gaudi mit dem oder das war so lustig. Dazu muss ich sagen, sie sind eigentlich alle nett, sie sind alle normal. Das ist von einem Thomas Gottschalk über einen Bernie Ecclestone, über wir haben dann auch Botschafter, den amerikanischen haben wir immer da. Das ist natürlich spannend, wenn du so jemanden im Haus hast, da hast du Gebäudeschutz und Personenschutz hast du dann da. Und dann die ganzen Skifahrer vom Harti Weirater über den Büchsi, da haben wir jetzt ein Wochenende mit Marco Büchel, haben wir Ende Juli ein Wochenende, wo er mit uns die Streife runtergeht. Da musst du auch nicht unbedingt im Rasmushof wohnen, kannst auch so teilnehmen und hier rüberkommen. Und wie heißt er denn, der Steirer, der Ausgewanderte? Der Schwarzenegger. Der Arnold. Ja, genau. Der hat sich früher mal so Kaschmir-Jacken gehabt, so ganz fesche Trachten. Und dann jedes Jahr hat er Kaschmir-Jacke bei mir gekauft und dann haben wir ihm schon die Farben selber zusammengestellt. Und der ist so nett, also der ist so, und seine Freundin, die hätte er auch, also die hat er sich wohl verdient, der Arni. Ja. Ich habe ihn auch mal kennenlernen dürfen, also ich finde es einen ganz tollen, interessanten, spannenden Mann auch, ne? Und irgendwie auch bodenständig auf seine Art. Total, aber ich muss sagen, ich habe wirklich eigentlich nur gute Erfahrungen, also ich könnte jetzt nicht sagen, dass da irgendjemand zickig ist oder irgendwas. Also die sind, man kennt sie, die sind höflich, die kommen teilweise auch rein, auch wenn sie nicht bei mir wohnen oder was, und sagen einfach Grüß Gott und freuen sie, dass sie wieder da sind. Also da haben wir natürlich jede Menge Politiker, die sind schon spannend. Da habe ich mal ganz was Witziges gehabt, da hat der Bundespräsident den Bundeskanzler bei mir im Haus zufällig getroffen und die standen genau zwischen meiner Küchentür und meiner Restauranttür und da waren viele Leute rundherum und bei mir ist alles stillgestanden. Es konnte kein Personal mehr aus der Küche raus, in die Küche rein oder irgendwas und ich denke mir, boah, die werden ja wohl bald weitergehen. Da haben sie die aber ins Gespräch verhackelt und dann habe ich gedacht, was du jetzt? Jetzt muss ich den nehmen, der am obersten steht, haben Bundespräsidenten gepackt, habe ich gesagt, ihr hindert meinen ganzen Betrieb, ich nehme jetzt einfach sie mit und wir gehen ein Stückchen weiter.
Das ist gut. Ja, der war so süß. Er war so süß, weil er gesagt hat, dass das die richtige Entscheidung war. Ja, das brauchen die bestimmt auch. Ja. Das ist ja so nett, das haben die gar nicht gemerkt, dass die da so ein bisschen im Weg waren. Ja, aber wirklich mittendrin, ja. Herrlich, herrlich. Ja, du Signe, also ich sehe schon, unsere Zeit ist schon fast wieder um. Gibt es denn noch was, was du gerne unseren Zuschauern mit auf den Weg geben möchtest? Naja, einfach gesund bleiben und den Abstand halten, viel in die Natur gehen, die frische Luft ist ganz was Wichtiges. Fit bleiben, ein bisschen bergwandern, Sport gehen, uns besuchen und das Leben sonst so gut wie möglich einfach nur genießen und fröhlich sein. Und ihr habt wahrscheinlich auch immer irgendwelche Specials, auch im Sommer habt ihr schöne Packages, die man bekommt, ne? Mhm. Ja, aber auch bei Kitzbühel Tourismus unter www.kitzbühel.com findet man auch jede Menge Angebote von allen verschiedenen Kategorien Häusern in Kitzbühel. Es gibt auch tolle Pensionen und es ist die Bandbreite ist ganz groß und es braucht sich keiner fürchten, dass er sagt, die kann man Kitzbühel nicht leisten oder was immer. Na, da ist genug dabei, wo auch für die bisschen schmalere Geldtasche ein Aufenthalt in Kitzbühel dabei ist. Die Bergbahn hat auch schöne Angebote, zum Beispiel, sie haben dann heute den halben Preis. Oft Kinder sind oft gratis, braucht man auch nur ein bisschen nachschauen. Toll. Es darf hier eine Fahrt, sei es nur über einen Tag, über eine Nacht oder über längere Zeit. Also Kitzbühel ist immer eine Reise wert. Ja, und es gibt ja auch wieder viele Veranstaltungen. Ne? Filmfest kommt doch diesen Sommer, oder? Das Sommertheater, das Filmfestival und sonst ist leider das Größte auf 2021 verschoben, aber 2021 geht es dann wieder richtig los. Rosis Alm, Rauschparty findet leider nicht statt, da sind wir ganz traurig drüber. Gestern wäre die Garantia gewesen, also diese Bandbreite Klassik und Schlager und moderne Gabalier ist auch auf 2021 verschoben. Mhm. Unser schönes, berühmtes Golffestival hat man auch absagen müssen. Also das ist natürlich bitter, aber es ist so und Hauptsache, ja, man sieht ein, dass das sein muss, damit man eben gesund bleibt. Mhm. Nicht, aber immerhin so Sachen wie Filmfest und Sommerfestival findet ja statt, ich glaube, ab Ende Juli, oder? Wann geht es da los? Ja, wir haben jetzt nächste Woche Teams plus 7, die kommende Woche, den Dominik Team plus 7, das wird auch im Servus TV übertragen. Schön. Und dann haben wir ja auch das Tennis Generali Open, das ist auf den September verschoben, das findet auch statt, da sind wir auch sehr froh drüber. Mhm. Dann haben wir jetzt am 25. wird die Silbereisen-Show bei uns aufgezeichnet in Kitzbühel. Also es geht schon was. Es ist nicht so, dass nichts stattfindet. Also gewisse Dinge bleiben schon. Ne? Ist auch schön. Ja. Und auch so die Lokale, sie haben dann so lokale ein bisschen ihre Musik, sei es eben oben beim Domschi, der hat dann am Freitagabend ist die Gondelfahrt bis 23 Uhr. Das ist auch mit der Sonnenuntergang da oben. Also das ist ganz, ganz was Besonderes. Ja, das klingt sehr gut. Also Sonnenaufgang am Horn, Sonnenuntergang am Hahnenkamm. Ja, das hört sich doch gut an, nach einem guten Plan. Und wann war nochmal die Wanderung, hast du gesagt, wo man nachgebüttelt? Mhm. Das ist das, ich glaube, ist das Wochenende 25., 26. Juli. Ah, das hört sich gut an. Mhm. Und dann geht es Samstag ist es, an einem Samstag? Am Samstag gehen wir runter, ja. Er kommt am Freitagabend, dann ist er mit uns da gemeinsam und am Samstag gehen wir dann die Streif runter und er erzählt, wie er sich damals gefühlt hat, wie er am Start gestanden ist und dann die Rennstrecke runtergefahren ist und eben, ja, von oben bis unten, von Start bis ins Ziel gehen wir da. Ja, das hört sich total schön und interessant an und das ist ja auch klasse, sowas mal von jemand zu hören, der das so live mitgemacht hat. Ja. Also wir kriegen wieder ganz viele Herzchen hier. Wunderbar. Ja, Signe, ich danke dir sehr. Die Zeit rennt. Ich sehe schon wieder fast 30 Minuten. Ja, und ich glaube, wir haben von dir jetzt auch ganz viele tolle Tipps bekommen. Und was man alles Schönes bei euch machen kann in Tirol, in Kitzbühel und natürlich in eurem super Hotel sowieso. Ja. Naja, ich gebe auch gerne, wenn jemand vorbeikommt, ich bin fast immer da, ich gebe gerne die Tipps auch direkt vor Ort. Live und da gibt es auch immer wieder was Aktuelles, Spannendes, kann man jederzeit vorbeikommen, wir sind öffentlich zugänglich und ich freue mich auch, wenn der eine oder andere da beim Büxi mitmacht, bei der Wandertour und ich bedanke mich ganz herzlich, Barbara, und
wir machen noch was aus, wann du hierher kommst und, genau. und dir das alles selber anschaust, was du heute so unbedingt. Danke unbedingt. Für die Einladung. Ja, auch du, da würde mich total freuen. Das machen wir sehr, sehr gern. Liebe Signe, ich danke dir auch für deine Zeit, dass du hier mit uns gesprochen hast. Fand ich ganz, ganz klasse. Und ihr lieben Zuschauer, nächste Woche habe ich die wunderbare Sarah Valentina Winkhaus. Das kennt ihr alle, die ist Model und Moderatorin und wird uns auch viel erzählen können. Sie hat jetzt ihre eigene Fernsehsendung. Und ja, liebe Signe und liebe Zuschauer, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Sonntag. Signe, du hast natürlich viel zu tun heute noch, oder? Was machst du Schönes? Ich habe noch einiges zu tun, ja. Ich muss auch für die nächste Woche vorbereiten, auch die Sitzungen, die ich so habe. Aber nochmal herzlichen Dank. Viert euch Gott, schönen Sonntag und aufpassen, dass es heute keinen Sonnenbrand gibt bei dem. Ja, genau so ist es. Ja. Und bei euch ist ja noch leichter zu bekommen da oben in der Höhe. Ja, ne? Oma fährt relativ schnell, ja. Okay, meine Lieben. Bis bald. Vielen Dank. Bis bald. Alles Gute. Viel Erfolg. Ja. Und tschüss, ihr Lieben. Bis nächste Woche. Ja, und ganz viele Herzchen wieder. Super. Ciao. Tschüss. Tschüss.